Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute stellen wir hier an der neuen Petition der Logistik alle vom Globus hier in Bingen Ost. Ich freue mich, dass der Herr Bayerle da ist, dass auch die Mitarbeiter da sind. Hier sind ungefähr 10.000 Quadratmeter bebaut worden. Es werden 25 neue Anleger geben für die Spedition, für die LKWs. Und somit kann ich hier sagen, hier Globus entwickelt sich weiter. Mittelfristig sollen 70 neue Arbeitsplätze entstehen. Im Endausbau sollen 200 Arbeitsplätze entstehen. Aber Herr Bayerle, sagen Sie doch was zu diesem Projekt. Ja, also seit dem letzten Mal, als wir voneinander gehört haben, ist viel passiert, wie man sieht. Insgesamt auf 10.000 Quadratmeter werden wir uns erweitern. 7.500 Quadratmeter im gekühlten Bereich, 2.500 Quadratmeter im ungekühlten Bereich. Und wir wollen bis März 2022 damit abgeschlossen haben. Dafür brauchen wir natürlich tatsächliche Unterstützung. Es wurde eben schon mal angesprochen, 70 neue Kolleginnen und Kollegen, mittelfristig und langfristig bis zu 200 dazu. Wollen wir auch am 13.11. hier bei uns am Standort Bingen einen Bewerbertag durchführen, relativ unkompliziert, in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr. Darf jeder ohne Anmeldung gerne vorbeikommen, um hinter die Kulissen bei uns zu gucken, persönlich unsere Führungsmannschaft befragen. Und insofern würden wir uns freuen, wenn da rege Beteiligung stattfindet. Ja, vielen Dank. Also merken Sie sich vorher, 13.11. ist hier ein Bewerbertag vorgesehen von 11 bis 15 Uhr. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Ich bedanke mich bei den Männern hier, dass das so geklappt. Wir haben ein gutes Verhältnis mit dem Unternehmen Globus und von daher freuen wir uns auf die Zukunft. In diesem Sinne, euer Oberbürgermeister Thomas Wiese.